Und weiter geht es mit dem guten alten Daddy Redneck. Und wir werden heute wieder was für unseren Ruf machen. Und schauen, was für Auktionen wir heute so haben. Wir haben direkt eine Level 4 Auktion. Das ist sehr nice. Haben wir drüben irgendwas Cooles? Junkyard 3. Bis 4 Uhr. Und nochmal. Zwei Dreier-Dinger. Das hier könnten wir... Ah, nee, das wird zu eng. Aber es sieht gut aus. Sieht nach guten Auktionen aus. Deswegen machen wir erstmal hier die 4. Ey. Obwohl, wir hatten letztens in der 2 auch was ganz Gutes drin gehabt. Vielleicht machen wir die auch ganz schnell. Und nehmen uns nur das raus, was wir unbedingt mitnehmen wollen. Wir nehmen ja erst ab Blau mit, ne? Alles ab Blau. Ballern wir schnell hoch. Come on! So, jetzt reicht aber. Das sollte reichen. Ernsthaft? Okay. Scheint was Gutes drin zu sein. Sehr gut. Matratze erstmal. Wir hauen erstmal den Kram zur Seite. Lampe. Könnte man mitnehmen. Wie sieht es mit der Kiste aus? Die ist offen. Perfekt. Genauso will ich's. Und Kleinkram nehmen wir natürlich auch mit. Wir gucken aber erstmal, dass wir den Kram hauptsächlich mit... Oh, sehr gut. Mit guten Kram füllen. Wie zum Beispiel den hier. Es könnte sein, dass drüben... Oh, Medaillon. Auch geile Sachen sind. Find's ja trotzdem scannen. Oh, Android-Kopf. Der passt auf jeden Fall ohne Probleme rein. Oh, da hinten haben wir noch Schmuck. Einmal her damit. Komm. So. Ja, nimm's doch. Danke. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Nochmal ein Knickknack. Ein gutes Knickknack. So. So, wäre schon mal eine ganz gute Kiste, würde ich sagen. Mal Junkyard bis 4 Uhr und bis 3. Komm, wir können noch mal Village. Ah, noch mal ein Dreier-Ding. Komm. Machen wir ganz schnell. Sollten wir von der Zeit alles packen? Da ist auf jeden Fall was Episches, sehe ich direkt. Yeah. Okay. Okay. So, das reicht, oder? Gib her. Auf die 100 Dollar oder was ist, kommt es jetzt auch nicht drauf an. Die Kiste ist auch offen, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann hauen wir jetzt den kleinen Kram noch rein. Gucken, was wir an großen Teilen mitnehmen können. Und dann können wir drüben ordentlich Geld machen. Geld und vor allem das Wichtigste, Ruf. Nicht wegrollen. Kanonenkugel. Klar, braucht man, ne? Eine Kanonenkugel kann man immer gebrauchen. Eine Trophäe. Das kommt natürlich auch mit, klar. Der Tisch muss nicht sein. Grün. Die ist selten. Dann kommt die mit. So,
dem hier. Kanonkugel passt noch rein. Ach Mann. So. Na, das ist leider so gut wie nix. Aber gut. Es passt halt rein. Die auch noch passen, die Fessel? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Ah, doch, okay. Dann kommt sie auch mit, klar. So, also. Dann müssen wir jetzt den Kram draufpacken. Kiste. Kajak müssen wir auch schauen, ob wir das mitnehmen. Je nachdem, wie der Platz ist. Hä, wie sind die Sachen da rausgefallen? Da ist auch kein Loch unten. Wie ist das möglich? So. Frechheit. Kriegen wir die beiden Kisten nebeneinander? Sollte auch funktionieren, oder? Das ist auf jeden Fall beeindruckend drüben. Oder noch irgendwas Seltenes? Oh ja. Das ist noch einiges sogar. Nein. Ernsthaft. Machen wir es halt so. So. Ein Büroschrank. Alter. Eisenkäfig. Hobby und Spielzeug, natürlich. Wer hat denn nicht so ein Ding im Hobbykeller? Wir wissen, was für ein Hobby das ist, ne? Ziemlich versaut. Aber gut. Solange ich mein Geld damit mache, kann es mir egal sein. Können wir den so hinstellen? Eigentlich ja, ne? Das ist die goldene Frage. Packen wir den noch drauf? Ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen. Wenn mir dann wieder alles um die Ohren fliegt, wahrscheinlich. Ich hab's geahnt. Nee, warte mal, der fällt mir da auf jeden Fall runter. Könnten wir den vielleicht so reinpacken? Mit dem Kopf über. Ja, das sollte funktionieren. Wir nur schauen hier wegen dem Tisch hier einmal. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Okay. Okay. So. Let's go. Müssen wir gleich nur schauen, wegen den Auktionen, ob wir die jetzt erstmal vorher schnell gewinnen. Dann den ganzen Kram verkaufen oder erstmal verkaufen können und dann die beiden Auktionen mitmachen können. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, Leute. Gut, let's go. Rüber mit uns. Können wir mal jetzt ganz kurz schauen. Junkyard. 3 um 8, 9 bis 4 und 3. Ja, kein Problem. Dann gehen wir erstmal verkaufen. Bis 4 und 3 ist dicke Zeit. Da müssen wir uns auf jeden Fall keinen Stress machen. Da wird doch schon mal einiges. Das heißt, wir werden heute definitiv locker Level 20 ergattern. Und sollten dann eigentlich auch den Laden kaufen können, oder? Wir müssen nur aufpassen, dass wir trotzdem ein bisschen was im Portemonnaie haben. Damit wir dann auch zukünftig natürlich an Auktionen teilnehmen können, ne? Ohne Auktion wäre das natürlich auch alles eine Katastrophe. Super, was ist denn das schon wieder? Bin wieder so komisch eingelenkt. So, also, wir haben Ruben 15, ich würde sagen, wir schaffen 18. Auf 18 sollten wir doch packen.
nicht ganz. Aber wir haben sogar wieder 16.000. Es läuft. Auf zum Junkyard. Wir nehmen als allererstes der endet zuerst. Deswegen erstmal den natürlich. Rednecks dürfen das, keine Sorge. Es ist einem Redneck erlaubt, so zu fahren. Let's go. Okay, let's go. Ich bin gespannt, was da drin sein wird. Dann hat sich der Ruf hier doch ein bisschen gelohnt, ne? Weil dadurch können wir zwei Level 3 Dinger hier machen. Ist gar nicht mal schlecht. Das ist doch gar nicht mal schlecht, Leute. Ups. Dann mach mal auf, Lady. Oh nee, so viel Großzeugs. Na gut. Ich mach mit. Venga. Come on. Come on. Okay. So, das reicht doch, oder? Yep. Come on. Jetzt aber. Komm, 777. Ja. Yep. Kleiner Gauner. Jetzt reicht's aber. Ja, damit also grünes Zeugs kommt mir nicht rein. Da können wir noch überlegen. Packen jetzt erstmal den blauen Kram so zur Seite. Die Kiste ist zu. Oh nein. Hier haben wir nämlich Schmuck. Der kommt auf jeden Fall schon mal hier irgendwo rein. Wir sollten erstmal die andere Auktion machen. Uiuiui, warte mal. Volles Teil, klar, aber... Junkyard. Drei, wo ist denn das andere? Da hinten. Wir müssen das erstmal gewinnen. Danach können wir aufladen. Jetzt ist es gleich hier weg. Ja, gib her. Ich nehme alles. So, das reicht. Das ist auch ein guter Deal. Ach Mann. Und? Sehr gut. Oh yeah. So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwie eine Kiste, die wir hier... Jetzt mal der grüne Müll hier raus. Ja, da können wir was reinpacken. Dann nehmen wir die auf jeden Fall schon mal mit. Nee? Doch. Nee, kann man nicht. Oh. Aber oh, da ist eine Kiste. Warte mal, dann raus mit dem Kram hier. Und die ist offen, sehr gut. Genau das, was ich brauche. Wir können jetzt eigentlich noch ein Level 2 Ding hier vielleicht gewinnen, aber... Obwohl... Wenn wir hier gleich direkt den Laden haben. Level 2. Könnten wir ja machen, ne? Oder es hat ja eh bis 7. Ach, what's in the box ist es auch. Das ist what's in the box. Das heißt, es ist so oder so nicht hier. Deswegen würde ich sagen, nein. Machen wir gleich. Wenn wir Zeit haben, dann nehmen wir es mit. Dann könnten wir den Kram nämlich direkt, sobald wir den Laden besitzen, reinhauen. Oh, nice. Oh, noch eine Kiste. Das ist gut. Das heißt, wir können den ganzen Kleinkram 100%ig verstauen. So, die kommt auf jeden Fall schon mal hier drauf.
Aber sowas von. Sehr gut. Was ist das hier? Eine normale Urne? Da wieder so ein cooles Schwert. Was ist das dahinter? Klimmzugstange. Holen wir erstmal das Schwert hier. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen epischer Kram, was sehr, sehr gut ist. Ein guter Wein. Kann man direkt gleich drauf anstoßen, dass wir den neuen Laden haben. Alter, ich habe eine Glatze. Hat nur an den Seitenhaaren und lässt es lang wachsen. Ach, deswegen die Cap. Ich verstehe. Klar, ergibt Sinn. Deswegen die Cap. Würde ich genauso machen. Okay, das können wir erstmal lassen. Und warte mal, wir könnten die ja eigentlich nebeneinander hauen. Oh nein. Oh, ist ja noch offen. Die dann so hin. Das Schwert. Und da rein. Mal, ich muss noch ein bisschen drehen. So. Dann einmal den Premium-Kram hier. Cool. So, die ist sehr geil. Deswegen rein damit. Aber so viel Kleinkram haben wir eh nicht, ne? Nochmal dasselbe Schwert. Komm, hauen wir da rein, warum nicht? Kaffeemaschine. Natürlich, das musste passieren. Ja, sonst ist eh nur noch grünes Zeugs. Nicht wirklich interessant. Aber packen wir auch halt drauf, weil noch Platz da ist. Warum nicht? Komm, hau mal drauf. Das sieht doch gut aus. Also ich bin mir sicher, dass wir unser Rang erreichen werden, oder? Unseren Ruf. Ich glaube, dieses What's in the Box werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Komm, der Tisch geht auch noch. Sollte passen. Ja, sollte passen, aber nicht so. Auf jeden Fall. Ah, nee, wir haben ja noch so einen großen Tisch. War doch auch blau. Mal den vielleicht hier so. Den Tisch haben wir noch gar nicht gescannt. Ah, komm, das funktioniert doch. Sehr gut. Da hätten wir sogar fast alles mitgenommen. Aber auch nur fast. Weil das ist ja noch ganz viel Kram. Dann bringen wir den rüber. What's in the Box wird es leider nicht heute. Dafür kriegen wir den neuen Laden. Ich hoffe, vom Preis her kriegen wir das hin. Sonst müssen wir erstmal doch noch was verkaufen. Mal schauen. Wir lassen es überraschen. Obwohl, what's in the box?
Komm, machen wir ganz schnell. Warum nicht? Hätten wir direkt was für den Laden. Hätten wir direkt was ready. Wenn wir uns den leisten können. Okay. Was werden wir sehen? Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, ne? Aber egal. So, holen wir gleich ab den Kram. Jetzt heißt es erstmal verkaufen gehen. Lucky Lucky machen. Wie viel Geld wir dafür kriegen? Jetzt bin ich wieder so komisch gefahren. Machen wir halt hier einmal durch. Sieht ja keiner. Alright. Dann gib mir meinen Ruf. Dann gib mir meinen Ruf her. Verkaufen erstmal blaue und epische Sachen, obwohl ich glaube, wir müssen alles verkaufen, ne? Um den Ruf zu bekommen. Oh, wer weiß. Ja, doch. Ja, ich muss nochmal. Hab ich gar nicht gescannt. Müssen wir ganz schnell die What's in the Box Kram Zeugs rüberbringen, damit wir hier noch schnell unseren Ruf kriegen. Das wird eine knappe Geschichte. Bald wir das hier haben, ist es halb so wild, weil wir dann den Laden eh so öffnen können, wie wir wollen. Wo ist das denn? What's in the Box? Da, geradeaus runter. Oh, nein. Anderthalb Stunden. Wenn da jetzt ein paar blaue Sachen sind, dann sollte es ja eh reichen. Also wenn jetzt nicht komplett... Oh, Alter. Komplett vollpacken können. Dafür reicht die Zeit leider nicht. Aber gut, dass wir das noch geholt haben. Gut, dass wir das noch haben. What? Ernsthaft? Kein Blau? Blau? Hallo? Nur die Kiste? Ist da was Cooles drin? Ja, sehr gut. Ne, können wir direkt offen lassen. Aha, auch gut, auch gut. Schon mal gut für unseren Ruf. Waschmaschine auch nett. Aber ist jetzt kein geiler Kram, ne? Nicht wirklich gut. Aber so ist es normal. So, ein paar Sekündchen machen wir noch. Oh, ernsthaft? Gibt's doch nicht. Es zieht jetzt einfach nur unnötig Zeit. Wir müssen schnell los. Ja, egal, das Buch. Pack drauf. Haben wir noch schnell irgendwas Blaues? Ist keine Zeit. Das sollte reichen. Hoffe ich. Sag bitte, es reicht. Wir schnell den Laden kriegen. Bin falsch gefahren, ne? Nee. Ich falsch, richtig? Nee, richtig. Boah, ich dachte schon. Kurzen Moment dachte ich schon, ich bin falsch gefahren. Jetzt wird's knapp.
Komm schon, sag bitte, es reicht, aber es müsste reichen. Es müsste reichen. Oh ja. Eigentlich hätte ich den Rest behalten können. So, wo ist das Schild? Her damit. 5000 nur. Oh yeah. Das gefällt mir. Das ist unser neuer Laden. Jetzt habe ich leider unnötig den Kram noch verkauft. Jetzt bringen wir einfach den restlichen Plunder hier rein. Obwohl, so wertvoll ist der Kram jetzt auch nicht, aber wir machen trotzdem mal. Der läuft doch. Das war eine knappe Geschichte, ne? Was hätten wir den Laden nicht bekommen? Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall das Haus hier bald auch holen. Die Bude. Das läuft doch. Ah ja, wir bringen den Kram rein. Wäre schade, wenn nicht. Auch wenn es jetzt nicht der beste Kram ist, aber... wegwerfen wäre auch schade. Nee, einmal... Oh, war es gerade am Leuchten? Warte mal, wir machen mal... uns ein bisschen Licht an. Irgendwie den da reingequetscht. Nein, aber vielleicht. Nee, das ist nicht... das läuft nicht nach Plan. Ja, nee, das... Nein. Das ist gescannt, ja. Machen wir es anders. Dann packen wir die Tasche noch in die Ecke rein. Jetzt wir gucken, Junkyard haben wir auch noch einiges. Aber cool. Wir haben den neuen Laden. Wer hätte es gedacht? Hättet ihr es gedacht, dass wir es heute schaffen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ihr habt kein Vertrauen in mich. Wäre jetzt cool, wenn wir den da... haben dann wenigstens so. Okay, sehr gut. Ja, aber hier war auch... ja gut, vom Wert her ist es ganz gut hier in der Box, aber es war jetzt irgendwie nichts Cooles. Ich will irgendwie immer nur coole Sachen haben, ne? Ich achte nicht auf den Wert, ich achte nur darauf, ob es cool ist. Warum auch immer. Ja, danke. Aber so im Großen und Ganzen. Wir haben sogar noch 15.000. Ist doch gar nicht schlecht. Wir haben ordentlich Moneten, ne? Das heißt, den drehen wir, packen den dann so drauf. Den hauen wir so drauf. Das ist der erste Kram für unseren Laden. Unser erstes Zeugs. Fahr ich hin. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Ich muss hier meine Routine haben. Ah ja, und genau, ab wann können wir den LKW holen? Ab Level 30. Das wäre mal richtig geil, ne? Level 30 dann LKW. Bin ich dabei. Welche öfter über den Basketballplatz fahren? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja, Leute. Mal damit. Wir können direkt für den guten Mann ein paar Upgrades holen. Wir holen direkt Upgrades. Also erstmal sollst du automatisch Jäger, heißt du. Interessant. Mehr Lagerplatz. Mehr Verkaufsflächen. Klar, wir investieren direkt voll rein. Auch. Und dann bist du spezialisiert auf jeden Fall auf... Nee, Militär kriegen wir irgendwie nie so oft, ne?
Elektronik. Kunst auch. Und Mode und Schönheit. Ja, komm. Oder wir machen Hobby und Spielzeug. Ja, wir machen das hier. So. Dann haben wir noch 5000. Oh. Unser neuer Laden. Schaut es euch an. Prägt es euch ein. Das ist schön. Schade, dass wir die nicht umbenennen können. Naja. Dann holen wir jetzt nochmal den Rest. Beziehungsweise ich hole den Rest. Und würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.